Moin moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's Chris, ihr seid hier richtig bei Board Game Panther, der Brettspielkanal. Ja, der Monat ist schon wieder vorbei. Wir haben jetzt auch schon wieder März und es ist mal wieder Zeit für eine kleine Gespielt-Folge. Ich kam, sah und spielte die Nummer 5. Und ja, dieses Mal habe ich wieder 10 Spiele herausgesucht, die ich diesen Monat oder beziehungsweise letzten Monat im Februar gespielt habe. Und ich sage ein bisschen was dazu, ja, worum es in dem Spiel geht und wie mir das Spiel gefällt. Vielleicht, ja, kriegt ihr dann einen Eindruck, ob das was für euch wäre. Sind auf jeden Fall wieder ziemlich coole Titel dabei. Ja, ich habe mich auf 10 Titel beschränkt. Dieses Mal sind es hauptsächlich etwas größere Spiele, denn ich wollte noch so ein kleines Special machen für, ja, zwei Spielerspiele, was demnächst kommt. Ja, also seid da auch gespannt. Und ich würde sagen, dann fangen wir direkt einfach mal an. Das erste Spiel, was ich gespielt habe, ist Tavantinsuyu. Tavantinsuyu von David Tocci, ein Spiel von Giant Rock Games für 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahre. Spielzeit steht hier 60 bis 120 Minuten drauf. Ja, in Tavantinsuyu sind wir im Inka-Reich unterwegs und versuchen dort auf so einer, ja, Inka-Pyramide oder auf so einem Inka-Feld, ja, unsere Aktionen in einem Worker-Placement-Mechanismus durchzuführen und ja, versuchen dadurch irgendwie Punkte zu generieren, Ressourcen zu sammeln. Und dann versuchen wir noch so Opfergaben irgendwie oder Leute, irgendwelche Leute in den Krieg zu schicken und die dann irgendwie zu opfern, um dann noch Siegpunkte oder irgendwelche Boni zu bekommen. Dann gibt es noch so eine Tempelleiste, auf der man hochgehen kann. Und ja, also es ist relativ verzahnt, wie ich finde. Es hat auch einen ganz interessanten Worker-Placement-Mechanismus. Also man hat immer, ja, 2 Worker maximal in seinem Vorrat und darf dann, wenn man am Zug ist, darf man sich dann halt überlegen, ob man einen von diesen Workern setzen möchte. Und die Worker haben alle unterschiedliche Farben und dann auch nochmal irgendwelche Spezialfähigkeiten. Also bei dem einen Worker kriege ich irgendwie eine Extra-Aktion, wenn ich den auf ein, ja, gleichfarbiges Feld setze, zum Beispiel irgendwie einen blauen Worker auf ein blaues Feld. Der rote ist zum Beispiel, da kann ich, wenn ich den setze, darf ich einen anderen Worker, der neben dran steht, der nicht rot ist, darf ich dann wieder zurücknehmen und in meinen Vorrat nehmen. Und ja, so baut man sich dann sozusagen auf dieser Pyramidenfläche, also das ist eher so eine große Terrasse, sag ich mal, mit verschiedenen Ebenen, baut man sich dann, ja, seine Worker da immer so hin und führt dann Aktionen durch. Und man kann dann, ja, Produktionsgebäude bauen, man kann so Webteppiche kaufen, die relativ stark sind, die einem dann auch viele Ressourcen bringen. Man kann sich Gebäude bauen, die permanente Effekte bringen. Man kann so Statuen bauen, die einem dann immer einen Bonus geben, wenn man, ja, ein bestimmtes Symbol benutzt bei der Aktion. Oder man kriegt da auch ja, Schritte auf der Tempelleiste für, wenn man die dann später opfert, diese Statuen. Also da gibt es eine Menge dran, ja, zu grübeln und ja, zu optimieren, sag ich mal. Und ja, tatsächlich habe ich dem Spiel einfach nochmal eine Chance gegeben, weil es mich beim ersten Mal nicht so wirklich überzeugt hat. Es gibt so ein paar Mechanismen, wo ich denke, die funktionieren irgendwie nicht so richtig. Das eine ist, man kann immer am Ende deines Zuges, kann man aus dem Dorf, also es gibt so ein Dorf und da stehen die Arbeiter. Und man kann die dann anheuern für Mais oder Kartoffeln. Und das Problem ist dabei, dass das auch das Spiel beschleunigt. Also man kann sozusagen selber entscheiden, ob man das Spiel schneller oder langsamer gestalten möchte. Und das finde ich immer sehr problematisch, vor allen Dingen bei Spielen, wo es halt offensichtlich ist, wer vorne liegt. Und ich finde, das ist hier so. Es ist ziemlich eindeutig, finde ich, wenn jemand ja sehr große Vorteile hat oder sehr großen Vorsprung. Nicht nur durch auch die Siegpunkte, sondern auch durch, ja, verschiedene andere Vorteile oder Ressourcenmengen oder irgendwelche Statuen oder Gebäude oder was auch immer. Und dann ist es tatsächlich so, wenn man halt weiß auch, dass man vorne liegt, dann ja, kauft man halt immer am Ende des Zuges einen Arbeiter, um das Spielende möglichst schnell herbeizurufen. Und jemand, der, ja, sich vielleicht eine etwas langsamere Engine aufbauen möchte, der ist halt total, das ist halt total offensichtlich dann. Und man kann sich davor halt kaum schützen, außer dass man dann selber vielleicht keinen Arbeiter kauft. Aber das hat dann auch den Nachteil, dass man dann vielleicht ja, zu wenig Arbeiter hat. Das ist so irgendwie der erste Mechanismus, den ich nicht so genial finde. Vor allen Dingen, es gibt auch noch mal Extrapunkte für denjenigen, der dann irgendwie den letzten Arbeiter kauft aus dem Dorf.
weil dann so ein Fest ausgerichtet wird und dann kriegt man halt nochmal extra Punkte. Und das macht es dann auch nochmal stärker für denjenigen, der ja sowieso schon vorne liegt und dann auch noch das Spiel schneller macht. Und ja, weiß ich nicht, finde ich nicht so ganz gelungen. Könnte aber sein, dass das auch tatsächlich im Spiel zu zweit einfach nur ein bisschen doof ist. Und das Zweite, was ich auch nicht so richtig toll fand, ist, es gibt oben auf der, ganz oben auf der Terrasse steht dann noch der Hohepriester, der auch immer anzeigt, wie viel man sozusagen zahlen muss, um die einzelnen Aktionen auf den Terrassen zu benutzen, was aber ein ganz cooler Mechanismus ist. Aber was ich nicht so cool finde, ist, Entschuldigung, man kann diesen Hohepriester immer um 1 bis 2 Schritte bewegen und dann eine Hohepriester-Aktion ausführen. Das kann man machen, wenn man halt keinen Arbeiter einsetzen möchte. Und hier ist es auch, vor allen Dingen im Spiel zu zweit, finde ich, ja auch sehr offensichtlich, wann man welche Aktionen machen sollte und wann man mit dem sich bewegen sollte, weil man immer genau sehen kann, was der Gegner dann sozusagen nicht machen kann. Denn diese Aktionen, die lösen eigentlich im Grunde genommen Aktionen für alle aus, aber die für den aktiven Spieler ist halt ein bisschen stärker. Und wenn man das halt gut timet und einfach sagt, oh, ich hole mir jetzt ganz viel Mais zum Beispiel und versuche dann irgendwie Mais in Tempelpunkte umzuwandeln, dann mache ich das natürlich in dem Moment, wo ich sehe, dass mein Konkurrent kein Mais hat. Und das ist im Spiel, finde ich, im Spiel zu zweit, finde ich auch ein bisschen zu offensichtlich und ja, ein bisschen zu sehr dieses Taktieren, was ich bei solchen größeren Spielen eigentlich nicht so gerne mag, ja, weil es da mehr auf die Strategie ankommen sollte. Und ja, das geht hier dann halt ein bisschen verloren im Spiel zu zweit. Ich würde es gern trotzdem nochmal ausprobieren mit mehreren, da ich eigentlich... Ist eigentlich, also beim zweiten Spiel fand ich es schon besser als beim ersten Spiel und vielleicht wird es auch immer und immer besser, aber ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal zu dritt oder zu viert ausprobieren und dann sage ich auch nochmal, ja, vielleicht Bescheid, vielleicht mache ich dann nochmal eine Rezension, wenn ich da so ein bisschen mehr, ja, mehr Input habe, aber ansonsten immer noch ein schönes Spiel auf jeden Fall und wer ja, sich so für dieses Inka-Thema interessiert, der kann sich das sicherlich mal angucken. Genau. Das war das erste Spiel. Dann kommen wir mal zu einem neuen Spiel. Also, da haben wir hier Grab dich frei, heißt das. Dig Your Way Out, deutsche Ausgabe von Borderline Editions Banana Games. Autor ist David Simid. Ist wohl ein Franzose. Illustration bei The Miko steht hier. Ja, dieses Spiel für 2 bis 6 Spieler soll ungefähr 45 Minuten dauern und ist ab 16. Und es ist halt ab 16 wegen des Themas. Also wir sind hier ja, in einem Gefängnis, in so einem richtigen, ja, harten Knast und versuchen nun mit einem unserer Figuren, die wir am Anfang wählen, die sind auch völlig gleich alle, also die sind nur kosmetisch, da ist nichts asymmetrisch oder so bei, versuchen wir, ja, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Und dann funktioniert das so, man hat immer 2 Aktionen und kann mit diesen Aktionen dann halt, ja, verschiedene Dinge tun. Also entweder kann man sich bewegen von einem Raum zum anderen, also man geht irgendwie in die Kantine oder man geht in die Küche oder in die Duschräume oder man geht wieder in seine Zelle und so weiter und so fort. Und dort kann man dann auch entweder, ja, verschiedene Aktionen machen, wie man sammelt sich Karten, also es gibt so Suchkarten, das sind so halt Gegenstände, die man sammeln kann, wie Schnürsenkel, es gibt aber auch Messer und Schaufeln und so eine Pickaxe, also so eine Grubenhacke. Und dann versucht man, Tunnelpunkte zu sammeln und wer, ja, die meisten Tunnelpunkte hat, also es ist immer eine bestimmte Anzahl vorgegeben, im Spiel zu zweit sind das 12 Tunnelpunkte, wer die dann hat als erstes, der hat dann gewonnen. Und das Spiel lebt eigentlich davon, dass man sich ja gegenseitig behagt, denn man kann sich auch gegenseitig angreifen und dann kann man ja so Waffenkarten ausspielen, um das irgendwie vielleicht zu verhindern, aber derjenige, der ja die meisten Waffenkarten ausgespielt hat, der ist dann der Gewinner dieses Kampfes und dann bekommt der andere eine Tracht Prügel. Und dann kriegt man so einen Tracht Prügelmarker und kann mit diesem Tracht Prügelmarker dann halt ja weniger Sachen machen. Denn man kann dann zum Beispiel keine Punktekarten mehr, Tunnelkarten mehr ausspielen. Also das ist dann die Grabenaktion. Oder man kann auch keine Gegenstände mehr herstellen. Denn ja, man kann zum Beispiel Waffen kann man auch herstellen aus einzelnen Gegenständen.
Oder man kann auch Gangs beitreten. Es gibt so, ja, irgendwie 8 Gangs oder so. Ich weiß gar nicht, sind es 8? Ich glaube, es sind 6 Gangs. Ja, 6 Gangs. Und die bringen einem dann nochmal, ja, verschiedene Vorteile. Die haben dann so Spezialfähigkeiten, die man dann einsetzen kann. Und ja, im Spiel zu zweit war es dann halt so, dass man dem anderen eigentlich, es war schon, man konnte dem erstens überhaupt nicht folgen, weil das Räume, durch die Räume bewegen funktioniert immer mit Würfeln, außer man gibt seine beiden Aktionen aus, dann kann man irgendwo anders hingehen. Aber man kann dem anderen gar nicht folgen, man hatte gar nicht irgendwie genug Waffenkarten. Und dann hat derjenige, der ja die als erstes sozusagen die meisten Tunnelpunkte gesammelt hat, irgendwie vielleicht durch gutes Kartenglück mit dem Ziehen, weil man sich die auch ja so herstellen kann, der hat dann halt gewonnen. Und ich glaube, ja, das Spiel geht ein bisschen, da geht ein bisschen was verloren zu zweit, weil man nicht diese ganzen Konflikte hat. Es gibt dann zwar noch so eine Variante, wo man noch so eine KI mit ins Spiel bringt, zu zweit, wo man dann ein bisschen mehr Konflikte hat. Aber ich glaube, es ist ziemlich, ziemlich witzig, ja, das irgendwie mit 5, 6 Leuten zu spielen und dann durch dieses Gefängnis zu hoppen und ja, sich da gegenseitig irgendwie ja, niederzuschlagen und sich die Karten abzunehmen. Und dann ja, freut man sich über jeden Tunnelpunkt, den man irgendwie hat durch das Graben und so. Schon ganz witzig. Das Artwork ist natürlich ein bisschen derbe, also das ist sehr, sehr klischeehaft hier, so die einzelnen ja, Personen, die man hier sehen kann. Ich weiß nicht, vielleicht ist das zu sehen hier so ein paar. Und ja, auch sehr, diese Prügelmarker, das ist so mit richtig viel Blut und das ist einfach ja ein sehr derber Stil und sehr, sehr klischeehaft, ja, wie das halt so, wie man das aus irgendwelchen ja, Hollywood-Filmen kennt, in dem härtesten Knast, was auch immer. Genau, aber es ist ein ganz witziges Spiel, hat, ja, ich glaube, zu zweit macht das wenig Sinn. Da muss man schon ein bisschen, ja, ein paar mehr Spieler sein. Das probieren wir dann nach Corona mal aus. Dann, ja, sind wir quasi, ach naja, wir haben noch ein Spiel ohne Erweiterung. Und zwar Kitchen Rush. Da habe ich zwar die Erweiterung auch hier irgendwo stehen, aber noch nicht ausprobiert, weil wir noch mitten in der Kampagne sind, beziehungsweise in diesen Szenarien. Wir haben es endlich mal geschafft, ein paar Mal auf den Tisch zu bringen in letzter Zeit. Und ja, Kitchen Rush für 2 bis 4 Spieler, Autor auch David Turski und Vangelis Bagiatakis, ja, von ja, Pegasus-Spiele. 2 bis 4 Spieler, 20 bis 60 Minuten, ab 8 Jahre. Und in Kitchen Rush, ja, das ist ein Live-Spiel, also ein Echtzeitspiel. Wir sind hier tatsächlich in einer Küche und wir versuchen hier ein Restaurant zu führen und ja, versuchen dann Gäste zu bekochen, die einzuladen, Gäste zu bekochen und dadurch dann ja Geld einzusammeln für unser Restaurant und ja, im Ruf aufzusteigen und so weiter und so fort. Und wir müssen dann Teller abwaschen und wir müssen Geräte reparieren, wir müssen einkaufen gehen, wir müssen die Zutaten zusammenstellen, wir müssen dann kochen. Und das funktioniert halt tatsächlich einfach so in einem Echtzeitmodus. Das heißt, jeder Spieler hat hier ja entweder 1 oder 2 Sanduhren, je nach Szenario. Es gibt dann auch noch so, ja, so Hilfskräfte, die man auch noch mitsteuern kann, aber jeder hat eigentlich 1 bis 2 Sanduhren. Und diese Sanduhren kann man dann auf verschiedene Aktionsfelder legen und dann, ja, in dem Moment, wo der Sand dann durch die Sanduhr läuft, kann man da seine Aktionen machen. Und das ist, führt tatsächlich dazu, dass es sehr hektisch wird, weil man ja pro Spiel oder pro Runde einfach immer nur 5 Minuten Zeit hat oder 4 bis 5 Minuten Zeit hat. Und da muss man dann in der Zeit ja möglichst viele Gäste irgendwie reinholen, man muss die an den Tisch bringen, man muss die Teller zurecht machen und so weiter und so fort. Alles, was quasi dazugehört. Und da kann das dann auch schon mal sehr, sehr laut werden am Tisch, wenn man da sagt, ja, ich brauche noch Pfeffer, ich brauche noch Pfeffer, ich brauche noch Käse. Kannst du Käse einkaufen gehen? Ja, ich gehe Käse einkaufen. Und ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich witzig. Ist natürlich nichts für Leute, die ja keinen Stress am Spieltisch mögen, weil es einfach, ja, es ist einfach Stress. Aber positiver Stress finde ich, weil es einfach wirklich Spaß macht, ja, hier irgendwie die verschiedenen Missionen ja, zu spielen. Und es ist auch ganz nett gemacht, weil es einfach tatsächlich, man kann hier mit dieser ersten Einsteigermission anfangen und dann sind auch nicht alle Sachen freigeschaltet, sondern man geht da so von Szenario zu Szenario, wird man da ja eingeführt. Und erst später entfaltet sich dann sozusagen diese ganze Gesamtbreite von Sachen, die man hier machen kann. Denn ja, das ist wirklich eine Menge und
Aber sehr, sehr schönes Ding, würde ich sagen, kann man auch ganz gut mal irgendwie vielleicht mit Kindern spielen, so die einfachsten Sachen und ja, dann mit Erwachsenen vielleicht so etwas das Kompliziertere, mit den späteren Szenarien hat man auf jeden Fall Spaß, dann gibt es auch so Missionskarten und mittlerweile gibt es auch noch eine Erweiterung mit ja so mit Nachtisch, so Süßgebäck und so, habe ich noch nicht ausprobiert, aber das machen wir dann sicherlich, wenn wir, wenn wir hiermit durch sind und ja, schönes Ding auf jeden Fall. Wenn ihr auch mal ein Echtzeitspiel ausprobieren wollt, dann empfehle ich euch Kitchen Rush. Genau. Oh, ich rede schon wieder jetzt ein bisschen lange. Ich hoffe, das wird nicht zu lang, das Video. Aber wir kommen mal ganz schnell zu Nummer 4. Ich habe nämlich jetzt quasi nur noch Spiele mit Erweiterung. Nee, ist gar nicht wahr. Tiny Towns haben wir gespielt, mal wieder. Und zwar haben wir das mit der Erweiterung, hier dieses Fortune. Heißt das, genau. Fortune gespielt. Tiny Towns, ein Spiel für 1 bis 6 Spieler, bei dem ich leider ein bisschen enttäuscht war, dass es nicht Spiel des Jahres geworden ist. Das hätte ich nämlich erwartet, denn ich finde es richtig, richtig cool. Es ist von AEG, Autor ist Peter McPherson. Und in Tiny Towns, ja, haben wir so ein kleines, ja, Plättchen mit einem 4x4 Raster, also 4x4 Felder. Und es werden dann ja, in der Mitte nach und nach Ressourcenkarten aufgedeckt. Und diese Ressourcen müssen dann immer auf diese Felder gelegt werden. Es darf pro Feld eine Ressource dort liegen. Und je nachdem, was für Ressourcenkombinationen man dann hat, kann man dann Gebäude aus diesen Ressourcen bauen. Diese Gebäude, es gibt immer so Gebäudetypen, verschiedene Gebäudetypen, die am Anfang des Spiels gezogen werden. Die liegen dann offen aus in so einer Auslage und jedes Gebäude kann dann halt irgendwas. Also es gibt immer ein Gebäude, was einfach Siegpunkte bringt, wenn es versorgt ist. Und dann gibt es ein Versorgungsgebäude immer, was dann, je nachdem, wie man es gebaut hat oder je nachdem, was man damit noch so machen kann, ja, auf eine bestimmte Art die anderen Gebäude versorgt. Dann gibt es immer, ja, ein Gebäude, was so ein bisschen ja, das Ressourcenmanagement ändert. Das ist so ein schwarzes Gebäude. Dann gibt es noch Gebäude, zum Beispiel, wofür man Punkte kriegt, wenn man sie ja, diagonal baut, also nicht in derselben Reihe oder Spalte und so weiter und so fort. Also es gibt da ja wirklich eine schöne Kombination von Gebäuden, die einfach auch dann immer, ja, jedes Spiel anders ist, wenn man die halt zufällig zieht. Und dann versucht man, ja, auf seinem Tableau sozusagen seine Gebäude vollzubauen, möglichst effektiv, möglichst wenig leer zu lassen, weil man sonst Minuspunkte am Ende kriegt. Und ja, ist einfach, also jeder spielt da gleichzeitig, ist einfach schnell gespielt. Man muss trotzdem irgendwie ein bisschen bei grübeln, hat aber auch einen gewissen Glücksfaktor dadurch, dass ja, die meisten Ressourcen immer in der Mitte aufgedeckt werden. Man kann sich immer nach jeder zweiten Ressource nochmal eine Ressource selber aussuchen, um den, ja, so ein bisschen den Glücksfaktor, ja, zu minimieren. Und ja, und die Erweiterung bringt ja, so Münzen ins Spiel. Also es gibt hier so ein Münztableau und es gibt da neue Gebäude, die auf diese Münzen mit einspielen. Die Münzen geben dann nochmal Siegpunkte und die Münzen geben außerdem auch nochmal die Möglichkeit, diese gezogenen Ressourcen in der Mitte zu tauschen, sodass man auch nochmal vielleicht ein bisschen weniger Glück hat. Ja, wir spielen es jetzt immer mit Erweiterung. Es macht auf jeden Fall, finde ich, Sinn. Und ich freue mich da auch schon auf die nächste Erweiterung, die da bald kommt. Genau, da sind wir mit Tiny Towns. Dann kommen wir zu Spiel Nummer 5. 5, ja. Und zwar habe ich mal wieder gespielt, und zwar mit Add-on auch, mit Erweiterung, Dinosaur Island. Dinosaur Island, ein Spiel von Feuerlandspiele, Panasaurus Games. Ups. Ja, von, wer ist eigentlich der Autor? Jonathan Gilmore und Brian Lewis. Ja, ist ein Spiel, was ich 2019 schon auf der Spiel mir geholt habe und wofür jetzt aber auf Deutsch die Totally Liquid Erweiterung rausgekommen ist. Und diese Totally Liquid Erweiterung bringt, ja, einige neue Module ins Spiel, was ich ziemlich, ziemlich cool finde, denn ich glaube, dem Spiel tut es wirklich, wirklich gut. Bei Dinosaur Island, ja, wir sind Parkbesitzer und wollen unseren Park aufbauen, dort Dinos züchten und, ja, Geld verdienen. Und das funktioniert so, es gibt verschiedene Phasen, und in der ersten Phase können wir immer, ja,
können wir entweder neue Dinos sozusagen, also Dino-Baupläne, sag ich mal, oder Gehege kaufen, oder wir kaufen uns DNA. Aus DNA werden dann später Dinos gemacht. Dann gibt es noch so eine Marktphase, da können wir neue Attraktionen kaufen, wir können Experten anheuern oder unser Labor irgendwie erweitern. Und dann gibt es quasi so eine Aktionsphase. Und in dieser Aktionsphase können wir dann ja unsere Worker einsetzen, um Dinos zu erstellen. Wir können unser Sicherheitslevel erhöhen oder wir können unseren Park erweitern und so weiter und so fort. Und wir kriegen dann für jeden People, den wir haben, also je nach Attraktivität unseres Parks, ziehen wir dann Besucher. Und da gibt es dann normale Besucher und es gibt auch so Rowdies, die dann nichts bezahlen und sich vordrängeln und so und ganz gemein sind. Und je nachdem, wie viele normale Besucher wir haben, kriegen wir dann Geld. Und da müssen wir gucken, dass das Sicherheitslevel hoch genug ist, weil sonst fressen die Dinosaurier unsere Besucher und so weiter und so fort. Und ja, es ist einfach ein sehr schönes Basic, es ist ein Worker Placement schon irgendwie ein bisschen mit so verschiedenen Phasen, durch die man durchgeführt wird. Das ist ganz nett und auch das Artwork ist ganz nett. Es ist halt mit diesen pinken Dinosauriern und so, muss man halt gucken, ob man das mag, aber es ist sehr speziell und ich finde es eigentlich ganz cool. Und jetzt mit der Toti Liquid Erweiterung kommen halt verschiedene Module hinzu, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Es gibt da so ein neue Meeressaurier, es gibt so einen Geschäftsführer, der dann nochmal eine Spezialfähigkeit hat, wo man dann sein Spiel vielleicht ein bisschen mehr darauf ausrichten kann, was das auf jeden Fall sehr, sehr viel variabler macht. Es gibt neue Variationskarten, die das Spiel sozusagen immer von Anfang an irgendwie ein bisschen verändern. Es wurde auch so ein bisschen daran gebalanced, wie viele Auftragskarten man spielen soll pro Spiellänge. Da kann man sich das ein bisschen aussuchen. Außerdem ist ein fünfter Spieler dabei. Also eine richtig, richtig coole Erweiterung, die echt viel, viel mitbringt. Und die Module, die ich bisher gespielt habe, die haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und die verbessern das Spiel meiner Meinung nach schon deutlich. Und ich glaube, ich würde es jetzt auch immer nur mit mindestens einem Modul oder so spielen, weil das Base Game irgendwie, man hat immer so das Gefühl, es fehlt irgendwie so ein bisschen was, weil es einfach, ein bisschen vielleicht zu wenig dann hat, aber mit den Modulen, ist das sehr, sehr gelungen, finde ich. Genau, dann nehmen wir das mal runter und wir kommen zum Spiel Nummer 6. Spiel Nummer 6 ist ein etwas kleineres und zwar Remember Our Trip. Remember Our Trip von Sashi und Daryl Chow von DLP Games, ein Spiel für 2 bis 4 Spieler, soll 30 Minuten dauern, ist 10 Jahre. Und es ist ein kleines, ich weiß, es ist japanisch oder chinesisch, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr speziell auch vom Artwork, so ein bisschen Food Chain Magnet Style fast schon. Und es ist ein kleines Puzzlespiel. Und zwar geht es hier darum, dass wir einen Trip irgendwie nach Kyoto oder nach Singapur uns daran erinnern und dieses dann auf dem Spielbrett nachpuzzeln. Und das wirkt erstmal sehr thematisch, ist es aber überhaupt nicht, denn jeder hat so ein Brett vor sich, worauf er dann seine Teile puzzeln kann. Und in der Mitte liegt dann nochmal ein Brett, was dann für die gemeinsame Erinnerung ist. Und dann wird eine Karte aufgedeckt, die ein bestimmtes Muster zeigt. Und in diesem Muster muss man seine zuvor gezogenen Plättchen, die man aus so einer Auslage ziehen kann oder draften kann, muss man dann genau in diesem Muster puzzeln. Und der Trick dabei ist halt, dass die Person, die sozusagen, also ich sitze jetzt hier und ich sehe meinetwegen das irgendwie so und also das Muster irgendwie so schräg und die Person, die mir dann gegenüber sitzt, sieht das natürlich dann spiegelverkehrt. Denn man darf das nicht drehen oder wenden, wie man will, sondern muss es genau so puzzeln, wie man es sieht. Und da sind die Boards dann auch speziell ausgerichtet immer. Und dann puzzelt man quasi das auf seinem Tableau hier fertig. Und wenn man dann eine bestimmte Konstellation von irgendwas erreicht hat, hat man dann sozusagen eine Erinnerung fertiggestellt für über irgendwie einen Park oder eine Sehenswürdigkeit oder ein Hotel oder ein Restaurant oder was. Und das überträgt man dann am Ende der Runde, überträgt man das dann auf die Mitte im Spielbrett, in der Mitte. Und wenn da noch was frei ist. Und wenn da noch was frei ist, dann kriegt man da extra Punkte für. Und wenn nicht, dann kann man das da halt nicht hinpuzzeln. Dann kriegt man nur für sein eigenes Gebäude was. Und so entsteht dann in der Mitte langsam so ein
so ein Feld oder das wird dann quasi bepuzzelt und nach einer bestimmten Anzahl von Karten, die dann gezogen worden sind, ist das Spiel vorbei und wer dann die meisten Punkte gemacht hat, hat gewonnen. Also sehr, sehr simpel im Grunde genommen. Man muss ein bisschen gucken, ein bisschen grübeln, wie man sozusagen seine Puzzleteile am besten puzzelt, damit man dem anderen so ein bisschen aus dem Weg geht oder halt früher etwas puzzeln kann als derjenige, damit man das früher in die Mitte legen kann. Aber ist kein Hexenwerk, würde ich sagen. Ist auch mal schnell gespielt. Ja, aber umgehauen hat es mich tatsächlich nicht. Ich kenne da ja bessere Puzzlespiele. Ja, aber wer so ein bisschen mal was, ist vielleicht ein bisschen besonders aufgrund auch ja, der Aufmachung und so, der kann sich das mal angucken. Aber der Kracher war es auf jeden Fall nicht. Dann kommen wir aber zu einem Kracher. Denn der nächste ist das, der Kracher, Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion habe ich endlich mal gespielt. Und ja, richtig, richtig cool. Also von Fantasy Flight Games ist ja, ich glaube, schon fast ein Klassiker. Von Corey Konietzka. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wie viele Spieler das ist. Denn ich habe es einfach... 2 bis 4 Spieler, aber man spielt es ja eigentlich nur zu zweit. Und wir haben es auch zu zweit gespielt und es ist richtig, richtig geil. Also ich habe die Rebellen gespielt und Dennis von Brettspiele und mehr, schöne Grüße an dieser Stelle, hat ja das Imperium gespielt. Er hat mir das Spiel halt auch ja gezeigt, weil ich es unbedingt mal spielen wollte und jetzt habe ich es auch endlich hier. Und ja, es ist so cool. Also wer so ein bisschen auf Star Wars steht, der kommt halt an dem Spiel überhaupt nicht vorbei. Erstmal von der Thematik, weil man tatsächlich einfach so richtig in dieses Universum abtauchen kann und dann während des Spiels so ein bisschen seine eigene Geschichte schreiben kann mit den Auftragskarten und mit den Anführern, die man da hat und mit den Schiffen. Und dann fängt man da und da irgendwo ein kleines Scharmützel an und die Rebellen versuchen... Also es ist sehr, sehr asymmetrisch. Das Imperium versucht, den Rebellenstützpunkt zu finden und einzunehmen. Und die Rebellen versuchen, ja, sozusagen unterzutauchen und ja, so eine, ich weiß gar nicht, wie diese Karten heißen, irgendwie zu sammeln und ja, quasi nicht entdeckt zu werden. Und das Imperium hat dann am Anfang auch irgendwie eine Überzahl von irgendwelchen Schiffen und die Rebellen, man kommt sich dann super, super schwach vor und versucht dann tatsächlich irgendwie sich zu verstecken und sich ein bisschen auszubreiten und aber auch irgendwie diesen großen Armeen aus dem Weg zu gehen. Und nach merkt man aber, dass man als Rebelle auch ja irgendwie so ein paar coole Karten kriegt und vielleicht ein bisschen stärker wird und dann traut man sich auch mal irgendwie was, irgendjemanden anzugreifen und dann wird aber irgendjemand gefangen genommen. Und dann, ja, mega, mega cool. Ich habe gehört, es soll mit der Erweiterung ja deutlich besser sein. Ich habe die auch da. Wir haben es auch nur mit Erweiterung gespielt. Ja, aber also für mich eines der besten Spiele, die ich ja diesen Monat gespielt habe, würde ich sagen. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon auf die nächsten Partien. Das wird sicherlich ein Dauerbrenner bei mir werden. Ja, Star Wars Rebellion. Ziemlich, ziemlich cool. Dann haben wir noch gespielt, mal wieder etwas mit Erweiterung und auch tatsächlich hauptsächlich wegen der Erweiterung, Flügelschlag. Nämlich die Ozeanien-Erweiterung. Ich habe jetzt hier mal die Ozeanien-Erweiterung, hier das Grundspiel. Ja, ein Spiel von Feuerlandspiele von Elizabeth Hargraves. Kennerspiel 2019 tatsächlich und da ist ja Ende letzten Jahres die Ozeanien-Erweiterung rausgekommen, nachdem ja schon die Europa-Erweiterung vor einem Jahr rausgekommen ist. Und ja, die Ozeanien-Erweiterung bringt einfach nochmal ja, neue Vogelarten und ein neues Spielerboard. Erstmal, was machen wir bei Flügelschlag? Bei Flügelschlag ja, versuchen wir Vögel anzulocken. Wir haben ein Spielerboard, auf dem 3 verschiedene Lebensräume zu sehen sind, Grasland, Wald und ja, Wasser irgendwie oder so ja, Wasservögel können da wohnen in dem Lebensraum. Und wir versuchen dann, ja, Vogelkarten auszuspielen. Wir versuchen, Eier auf die Vögel zu legen, die dann Punkte bringen. Wir versuchen, Karten unter die Vögel zu schieben, die dann Punkte bringen. Und dann sammeln wir Futter, um diese Vögel ausspielen zu können. Und wir können die einzelnen Vögel
ja, aktivieren, indem wir mit unserem Marker dann immer da drüber laufen. Und dann versucht man sich so irgendwie so eine kleine Engine aufzubauen. Ist wirklich nur eine kleine Engine, also ihr müsst das nicht als großen Engine-Builder sehen. Ist natürlich auch irgendwie, ja, es ist schon mal ein Kennerspiel, aber vielleicht Familienspiel plus Niveau, sag ich mal. Ja, und die Ozeanien-Erweiterung bringt nochmal ja, neue Vogelarten ins Spiel. Es gibt so Vögel, die, ja, die haben Spezialfähigkeiten, wenn man sie ausspielt. Es gibt Vögel, im Grundspiel jetzt, Vögel, die man aktivieren kann, indem man ja eine von diesen Aktionen macht, die auf dem Spielerboard sind, wo man dann mit seinem Marker darüber läuft. Es gibt Vögel, die man aktivieren kann, wenn der Gegner irgendwas macht, irgendwas Spezielles. Und in der Europaerweiterung dann sind neue Vögel hinzugekommen, die dann ja zwischen den oder am Rundenende irgendwas machen, dass man dann irgendwelche Boni bekommt. Und in der Ozeanien-Erweiterung sind jetzt Vögel, die am Spielende nochmal ja, Punkte bringen. Oder irgendwelche Spezialfähigkeiten fürs Spielende haben, die dann Punkte bringen. Und dann gibt es noch neue Playerboards, die ja ein bisschen mehr Flexibilität geben, was die Auslage angeht. Denn ja, man hat immer so eine Vogeltränke, auf denen drei Karten offen ausliegen. Und meistens ist es so, dass die dass man die Vögel da nicht braucht und dann sich doch irgendwie vom Stapel verdeckt Vogelkarten zieht, in der Hoffnung, dass man da dann irgendwas findet. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit, hier die Vogelauslage mit einer Aktion ja einmal auszutauschen, was ganz gut ist. Und auch das Futterhaus mit den Futterwürfeln, da hat man jetzt auch die Möglichkeit, einmal mit einer Aktion ja, die Würfel neu zu würfeln. Das finde ich ganz gut, weil das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen gestört, weil man dann immer auf die Mitspieler angewiesen war, dass sie dann Futter nehmen, weil man das selber gar nicht gebrauchen konnte, was da in diesem Vogelhaus ist. Ja. Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Achso, es gibt noch Nektar neu, genau, eine neue Futtersorte, die man nicht speichern kann und die dann nochmal extra Punkte in so einer Mehrheitenwertung bringt, wenn man die ausgegeben hat. Ja, genau, das vielleicht noch erwähnt. Genau, ja, schönes Ding auf jeden Fall. Ich finde es, man muss halt gucken, ob man wirklich tatsächlich mit allen Karten spielt, weil ich habe halt das Gefühl, wenn man das dann ein bisschen nicht so richtig gut gemischt hat, dann kommen die halt überhaupt nicht zum Tragen oder man hat dann plötzlich nur noch gelbe Vögel und das sind halt wirklich, es ist ein Riesenhaufen von Karten, den man hat insgesamt. Ja, aber es geht schon. Ich habe jetzt mit allen Kartendecks gespielt und war trotzdem ganz cool. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Das war Flügelschlag. Dann kommen wir zum vorletzten, ne? Nee, doch, zum vorletzten. Das habe ich aber gar nicht hier. Und zwar haben wir gespielt Xia. Xia ist so ein ja, Weltraumspiel. Und ich fand es sehr, sehr seltsam tatsächlich. Ich glaube, dass sich das Spiel erst entfaltet oder gut entfaltet, wenn man das mit mehr Spielern spielt. Und zwar geht es darum, wir starten am Anfang in so einem, ja, auf so einer Homebase oder was, auf so einem Heimatplaneten und wir sind eigentlich im Grunde genommen ja Händler und wir versuchen dann ja den Weltraum zu erforschen und dort ja Planeten zu entdecken und dann entdeckt man auch Anomalien und Nebel und so weiter und wir versuchen dort dann ja Ressourcen zu sammeln und diese Ressourcen anhand von mit Auftragskarten dann irgendwo anders hinzubringen, um dann Punkte zu generieren. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ja, Outlaw zu werden. Also man kann dann irgendwie gesetzlos werden. Dann darf man in die normalen Planetensysteme nicht mehr reinfliegen. Dann darf man aber in diese Outlaw-Planetensysteme reinfliegen. Und dann hat man auch oftmals so Auftragskarten, die dann sagen, zerstöre irgendwie ein Schiff. Oder ja, und dann kriegst du so und so viele Punkte. Oder ja. Und ich fand es wirklich sehr, sehr seltsam, weil am Anfang hat sich irgendwie alles darum gedreht, diese Karte aufzudecken. Ich hatte dann so Missionskarten, dass ich auf irgendeinem Planeten irgendwas machen sollte, irgendwie eine Forschung oder so betreiben sollte. Aber dieser Planet, den gab es halt noch nicht. Und dann kurz, also man, natürlich hat man auch die Möglichkeit, irgendwie die Auftragskarten zu tauschen, aber ich dachte dann halt, ja okay, dann fliege ich halt hier so ein bisschen rum und versuche diesen Planeten zu finden und ich habe ihn aber einfach nicht gefunden. Und erst ganz am Spielende kam er dann plötzlich und dann war das Spiel aber eigentlich auch schon vorbei und die Auftragskarte war eigentlich hinfällig. Natürlich hätte ich die hier vielleicht auch vorher tauschen können und vielleicht auf was anderes konzentrieren können, aber das finde ich, hat einfach ein bisschen zu großen Fokus eingenommen, dieses ich suche nach irgendwas Bestimmtes und fliege einfach immer nur rum und verbrauche meine Aktionspunkte.
Jeder hat dann ein Raumschiff, also tatsächlich nur ein Raumschiff, was man dann ausbauen kann. Das finde ich ganz cool. Da gibt es auch so einen kleinen Puzzle-Mechanismus. Da kann man ja auf dem Raumschiff dann so kleine Teile puzzeln, die dann irgendwie ja, mehr Antrieb geben oder irgendwie Waffenstärke oder was auch immer. Man kann auch ja, Raumschiffe vergrößern, wenn man Ressourcen ausgibt und sich ein neues Raumschiff kaufen. Jedes Raumschiff hat auch noch so einen Spezialeffekt. Das finde ich auch ziemlich cool. Ich hatte zum Beispiel so ein Raumschiff, das konnte, das habe ich aber nie benutzt. Es konnte, wenn jemand anders irgendwie weggeflogen ist, dann konnte ich irgendwie so eine Art Enterhaken hinterherwerfen und mich irgendwie dranhängen. Eigentlich ganz witzig. Und dann gibt es noch, was ich auch ganz cool fand, ja, sehr, sehr coole Anomalien. Also tatsächlich ist es so, dass dann irgendwie so ein Komet, dann kommt man in so einen Kometennebel oder was und da fährt dann tatsächlich ein Komet als Dandy immer im Kreis herum. Und je nachdem, was man dann würfelt, um sich zu bewegen, ja, geht dieser Komet halt auch immer mit. Und wenn man den halt aus Versehen dann trifft oder der einen aus Versehen trifft, ist man halt kaputt und muss halt alles resetten. Und sein ganzes Schiff und verliert halt die Ressourcen etc. Ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Und dann gibt es auch so, ja, so Gravitationsnebel, wo man dann auch plötzlich auf so einer Linie gefangen war, die man dann entlang fliegen musste. Und dann halt sehr, sehr schwer quasi ja, davon entkommen konnte. Und ja, fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Da sind echt ganz coole Mechanismen drin. Insgesamt auf diesem, ja, so Hexagonfelder halt, die man aneinander legt. Aber ja, dieser Mechanismus, wie man Punkte generiert, fand ich ein bisschen schwierig, weil es ja einfach Ressourcen von A nach B bringen, das hat viele, viele Punkte gebracht. Oder irgendwo hinfliegen und würfeln, das hat auch viele Punkte gebracht. So irgendwie so forschen. Ja, hatten wir ein bisschen irgendwie der Konflikt gefehlt insgesamt, aber vielleicht liegt das auch wieder an der Spielerzahl. Ich habe gehört, mit 3 Spielern soll es irgendwie am coolsten sein. 3 oder 4. Wir haben es jetzt halt auch zu zweit gespielt und ja, hat mich nicht ganz überzeugt, aber ich glaube, das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial. Vielleicht lag es auch ein bisschen an den Regeln, weil wir nicht ganz regelfest waren am Anfang und viel, viel nachgucken mussten. Das hemmt natürlich dann immer den Spielfluss so ein bisschen und dann hemmt das auch das Spielerlebnis auf jeden Fall. Aber dem Spiel würde ich auf jeden Fall nochmal eine Chance geben und wer nochmal ja, ein etwas extravagantes Weltraumspiel irgendwie sucht, mit echt coolen Ressourcen, mit coolen Minis, mit coolen Mechanismen auch auf dem Board und so, der kann sich das gerne mal anschauen. Ja. Dann das letzte Spiel und das habe ich, ja, das hat mich umgehauen. Also Star Wars hat mich auch schon umgehauen, aber Through the Ages hat mich auch umgehauen. Auch natürlich ein ziemlicher Klopper, also Through the Ages, ein Zivilisationsspiel von Vlada Vatil, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht aussprechen. Und ja, von Czech Games Edition. Und die ist halt ein Zivilisationsspiel, was tatsächlich einfach ja sehr lange dauert, aber es fühlt sich halt wirklich wie ein Zivilisationsspiel an. Denn es funktioniert so, dass im Grunde genommen ist es super einfach. Es gibt auch gar nicht viele Komponenten. Es gibt so ein paar Würfelchen, die Arbeiter und Ressourcen anzeigen. Man hat dann so ein Spielertableau, wo man dann halt ja seine Arbeiter und Ressourcen hin und her schiebt. Und dann gibt es aber unendlich viele Karten. Es gibt ja mehrere Zeitalter, die man dann auch komplett durchspielt. Das heißt, man spielt immer komplett alle Karten durch. Es werden natürlich immer, ja, nach irgendeinem Spielzug werden immer so ein paar Karten abgeräumt, damit man vorankommt, auch wenn jemand zum Beispiel keine neuen Karten gekauft hat. Aber ja, da merkt man so richtig den Fortschritt der Zivilisation. Und man hat dann ja so Aktionssteine, wo man so Zivilaktionen machen kann oder man kann auch Militäraktionen machen, man kann seine Armee aufbauen mit Kriegern, die man dann kaufen kann. Man kann ja neue Gebäude kaufen, um in der Wissenschaft irgendwie voranzukommen. Und da legt man so nach und nach im Spiel ja seine Karten irgendwie vor sich hin, versucht seine Bevölkerung irgendwie zu balancen, die dann auf diese Karten zu legen, um dann sozusagen Sachen zu produzieren. Und ja, man baut sich dann auch so ein bisschen so eine Engine auf, weil man dann ja pro Runde immer produziert und dann produziert man Siegpunkte, man produziert Wissenschaftspunkte, man produziert Materialien und das steigert sich dann alles so ein bisschen rein oder an. Und man
kann dann noch Anführer anheuern, die dann noch Spezialfähigkeiten haben. Man kann Wunder bauen, die dann auch nochmal Spezialfähigkeiten haben. Und es ist sehr, sehr cool. Also es dauert aber auch wirklich lange. Wir haben in der Erstpartie mit zu zweit haben wir fast 5 Stunden gespielt. Das war schon sehr, sehr lang. Natürlich haben wir auch viele Regelfragen noch am Anfang gehabt und ja, mussten uns das noch so ein bisschen, der Spielfluss war da noch nicht so da, aber wenn tatsächlich auf der Packung schon 120 Minuten steht, ja, kann man eigentlich davon ausgehen, dass wenn man das irgendwie zu dritt oder so spielt, das locker ja 3 Stunden vielleicht dauert pro Partie. Das muss man auf jeden Fall, ja, muss man auf jeden Fall gefasst sein auf so eine lange Spielzeit. Aber richtig, richtig cool, gefällt mir richtig gut. Da werden wir nächste Woche definitiv die nächste Partie zocken. Das wird richtig cool. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja. Genau. Das war Spiel Nummer 10. Dann sind wir jetzt durch. An dieser Stelle frage ich euch immer gerne wieder ein bisschen was, was mich interessiert, was ihr gerne mal in die Comments schreiben könnt. Und zwar, ja, würde mich mal interessieren, welches euer Lieblings-Zivilisationsspiel ist. Denn ich habe jetzt in letzter Zeit ja viele Zivilisationsspiele gespielt, die ja ich eigentlich alle ganz cool fand. Ich muss sagen, Through the Ages ist jetzt ja das Coolste, was ich bisher gespielt habe. Aber ich fand ja Civilization fand ich cool. Ich fand ja Tapestry ganz cool, auch wenn es nicht so richtig ein Zivilisationsspiel ist. Aber es nennt sich ja irgendwie so. Da war sicherlich auch noch mal das eine oder andere dabei. Und ja, schreibt doch gerne mal in die Comments, welches euer Lieblingszivilisationsspiel ist. Würde mich interessieren. Genau. Ja, und falls euch das Video gefallen hat, wir sind nämlich jetzt durch. Ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden Comment, über jeden Kritik, positiv sowohl negativ. Haut in die Tasten. Lasst die Comments aufleben. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund und spielt ordentlich. Bis dann. Ciao, ciao.